Hallo verehrte Freunde der gepflegten Panzerunterhaltung, heute wieder mit Armored Warfare und einem weiteren 10er. Wie gesagt, die gehen wir jetzt demnächst alle noch durch, aber jetzt der T-14 Armata, ein Panzer, der sogar schon vor kurzem in den Nachrichten war, beziehungsweise vor einigen Monaten, als er offiziell das erste Mal live gesehen worden ist. Und hier haben wir ihn schon nun im Spiel. Ja, eigentlich ist es ein russischer Panzer, in dem Fall ein Kampfpanzer. Der T-14 wurde zum ersten Mal bei der 2015er Militärparade zum Tag des Sieges in Moskau als neueste Generation russischer Kampfpanzer vorgestellt. Die Entwicklung des Fahrzeugs nahm mehrere Jahre in Anspruch und wurde nach dem Abbruch des T-95-Projekts gestartet. Der T-14 besitzt durch signifikante technologische Upgrades allen voran der ferngesteuerte, unbemannte Turm. Schaden haben wir 950 mit 835 Durchschlag, 6000 Schaden pro Minute, Nachladezeit 9,3, 3100 Strukturpunkte, Panzerung 420 bzw. 680 an der Front, Seite und Heck. Höchstgeschwindigkeit 84,6 km/h, also ordentlich agil, und alles andere würde ich sagen, tun wir jetzt gar nicht mehr lang rum, sondern schauen ihn uns an. Vielleicht gucken wir uns noch ganz kurz die Upgrades an. Wir sehen hier die Feuerkraft. Da ist hier oben einiges zu erforschen, was das Thema Geschoss angeht. Aber wir haben hier natürlich schon alles fertig. Ansonsten der Rest geht dann. Aber falls man bei der Feuerkraft, da muss man eventuell noch ein bisschen Hand anlegen. Gut, also lasst uns loslegen. Wir schauen, wie er so im PvE besticht. Und los geht's. Da sind wir jetzt also auch und sehen Operation Sternennacht. Nequiels Löwen versuchen die Stadt einzunehmen. Wenn sie es nicht schaffen, wird das auch ein Signal an andere potenzielle Angreifer sein. Halte sie auf, bevor sie die Stadt und ihre Bewohner zerstören. Ja, das ist doch machbar, würde ich mal sagen. Schwarze Kompanie, sieht ganz danach aus, als würden wir Nequiels Löwen nicht so schnell wieder los. Und da zerstören wir gleich mal ihn hier. Dass wir den schon mal erstmal weg haben. Und das Stadtzentrum wird bald angegriffen. Oh, da drüben. So, da fahre ich jetzt mal rüber. Dass wir da mal schnell auch ein bisschen Schaden an den Mann bringen. Da habe ich mich vielleicht mit der sekundären Aufgabe direkt zu viel beschäftigt, sondern hätte gleich da links rüberfahren sollen. Aber naja, jetzt komme ich ja auch hoffentlich da bald an. Komm schon. Ich will auch noch was vom Kuchen. Oh, der bekommt aber hier schon gut auf die Mütze. Dann gehen wir doch auf den Terminator. Der jetzt zerstört ist. Und natürlich Arti. Gott sei Dank nicht getroffen. So wie ich den jetzt hier. Und da ein schöner, dicker Hit. Da kommt der nächste Terminator an. Und so einfach kann man den dann weghauen. So, hab mich ein bisschen hinter den jetzt da versteckt. So, jetzt die nächste Zone verteidigen. Also er braucht ein bisschen, bis er in Schwung kommt, muss man sagen. Also er mag ja vielleicht schnell sein, aber bis er da auf die Geschwindigkeit kommt, das dauert. Also, so pauschal gesagt, muss ich sagen, da haben mir so ein paar andere Zehner schon besser gefallen. Der Damage ist fein, da gibt es gar nichts. Aber Damage ist halt am Ende dann so gesehen schon nicht alles. Also man muss auch schon noch so ein bisschen das Ganze spielerisch lösen. So, jetzt muss ich hier aufpassen. Mal wieder die Arti, die sich hier
Jetzt zeigt er mir seine Seite. Einfach ein bisschen Geduld haben. Dann geht es schon. Nochmal einen drauf. Mit dem nächsten. Ich hoffe mal, da schießt noch einer drauf. Ziel identifizieren. Nein! Zu früh. Zu ungeduldig. Jetzt ist er weg. Auch du zerstört. Hier kommen sie langsam, aber sicher alle rübergedrückt. Und dementsprechend kann ich den dann... Wow, da hat er sich aber... Ja, erstklassig meinem Schuss entzogen. Muss man ihm lassen. Der war fein. Aber du nicht. Du nicht. So, jetzt muss ich schauen, wer da einmal schießt. Aha. Dann machen wir halt den Spot, so gesehen. Ziel identifiziert. Jetzt hinter mir ist einer noch. So. Lassen wir mal ihn raus. Der langweilt mich sonst zu lange. So, wow, schöner Tausender Treffer sogar. So, und die nächste Zone verteidigen. Bis jetzt läuft es ganz gut. Schaden 10.000 gemacht. Reine Zehnerrunde, ja, wie man hier sieht. Also von dem her habe ich hier keinen Tiervorsprung oder sonstiges. Sondern kann hier einfach mit den anderen ein bisschen mitlaufen. So, man muss auch einfach, ich wollte schon fast wieder zu früh schießen, aber ein bisschen Geduld und dann läuft es auch. Den Kill wollte ich, deswegen da schneller geschossen, aber hat auch geklappt. Nein! Da schieße ich in den Boden. Genau sowas wollte ich übrigens nicht. So, der ist zerstört. Da hinten der nächste. Ja. Oh, da hat er gebrannt. Sehr gut. So, und dann sammle ich dir halt oben eine rein. Auch kein Ding. Vom Schaden her läuft es aber wirklich gut. Und auch den, den ich reingehend habe. Schade. Dachte mir, den hole ich mir noch. So, das ist die Frage, wo kommen die anderen? Da ist noch einer. Aber... wir haben hier wirklich Potenzial mit 4 T14 Armata und 1 Swings, was den Damage angeht. Ach Gott. Ernsthaft drüber gesammelt. Jetzt aber. Und jetzt ist es auch beendet. Ja. Also, vielleicht mal so ein kleines Resümee. Mir ist er von der Agilität her Endgeschwindigkeit passt, aber bis er dahin kommt, ist er mir ein bisschen fast zu langsam, auch wenn es ein Kampfpanzer ist, aber da hat sich so ein Leo oder so einfach besser angefühlt. Die Kanone, ja, die ist fein, Damage passt, Durchschlag passt. Also er ist ein guter Allrounder, aber so für mich ist er so ein bisschen noch zu behäbig, so blöd es vielleicht klingeln mag.
Aber jetzt schauen wir mal, was das Enterblo so sagt. 16.000 Schaden gemacht, 13.000 Spe-Schaden. Damit bin ich auf Platz 2 gelandet. Ganz, ganz knapp von der XP, dass es nicht für Platz 1 gelangt hat. Der andere war vom Damage fleißiger, hat wohl dann mehr gesniped. So gesehen gab es 127.000 Credits raus. Also ich denke, das hat sich doch gelohnt. Ja, eure Meinung ist immer wie immer gerne gesehen. Also sagt mir doch mal, was ihr so denkt. Ansonsten alles Gute, bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.